Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier auf dem Channel, auf dem Nikro Saison, den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und ich begrüße euch heute recht herzlich bei, jawohl, meine Damen und Herren, bei Gold Rush, dem Spiel. Ja, alles, was glänzt, ist Gold, meine Damen und Herren, und alles, was Gold ist, ist glänzend. Und, was ich damit sagen möchte, ich begebe mich unter die Goldsuche mitten in Alaska. Irgendwo in Alaska fange ich meine Goldsuche an und ich werde und ich hoffe, dass ich dadurch zu Reichtum gelangen werde. Und dafür würde ich aber vorschlagen, müssen wir, oder muss ich, natürlich erstmal das Spiel starten. Das gleich nach dem Intro. Ja, und um ein Spiel zu starten, ne, schaue ich mal kurz danach. Ja gut, da habe ich meinen alten Spielstand. Ne. Ja, nee, den werde ich euch jetzt nicht zeigen. Ja, vielleicht schon irgendwann einmal, aber ich glaube nicht. Wir werden eine neue Session beginnen, eine neue Saison. Ja, wir wollen natürlich das Beste vom Besten. Die Musik habe ich ausgestellt. Und mal schauen, ne. Ich werde hier mal schauen, wie, was, wann, ne? Mal ein bisschen hier herumforschen. Übrigens, geplanterweise habe ich natürlich hier, dass ich das Game gleich mal so ungefähr den ganzen Sommer jetzt noch überzocke. Also Juli, den restlichen Juli und den kompletten August. Mal schauen, wie es abläuft, wie weit wir kommen, wie weit ich komme, ob ich an so große Maschinen auch reinkomme oder ob nicht. Auf jeden Fall müssen wir kurz warten, bis es geladen hat. Schauen wir mal. Das dauert. Jo. Das dauert. Lademodus, ne? Ach, so ein Teil wäre natürlich vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. So ein Raupen, ne? Zum Begradigen, zum schön grad machen. Mal schauen. Ich weiß ja schon mal, was ich am Anfang alles machen muss und machen werde. Na. Zack, bumm, ja. Diese Meldung schalten wir mal weg. Ja, auch nicht mehr ansehen, bitte, ne. Heinz, in Alaska, ja, ne, ja. Danke, brauche ich nicht. Heinz, Alaska. Jo. Lise Old Arnold Peisel, ja, yeah, I know it. Heinz, Alaska, Gold Mining Capital of the World. Na schön. Wir haben unser Fahrzeug hier. Einen Jeep. Einen alten, ausrangierten US Army Jeep.
Und wir werden auf jeden Fall hier ein bisschen auch an Geld benötigen. Geld und Sprit und. Wir gehen erstmal zur Bank. So, wir sollen hier Parzelle Older Arnold mieten, weil da habe ich keine Mietkosten drauf, außer 30% der Provision. Ne? Mehr haben wir nicht. Ne? So, mieten. So. Und kreditmäßig gehen wir mal da aufs Maximum, weil ich brauche unbedingt Money. Das werden wir aber gleich dann auch ausbezahlt haben. Noch dann. Zuerst gehen wir mal darüber. Besorgen wir uns mal die Einkaufssachen, die wir benötigen werden. Wobei ich da ein bisschen andere Sachen kaufen werde, als was ich brauche. Was ich hier angeschrieben habe. Ne? Schön brav den Motor immer ausschalten. Also, brauchen werde ich auf jeden Fall mal. Ne? Sicherheitshalber. 420. Okay. Sicher. Einen Kanister. Dann einen Eimer brauche ich. Dann bam. Einen roten Schlauch würde ich nehmen. Einen grünen Schlauch. So. Das werden wir dann erst einmal Diesel. Elektrisch betreuen, ne? Genau. Also mit einem Dieselaggregat dann. Von denen werde ich hier mal gleich 4 Stücke brauchen. Ne? So. Mit Wasseranschlusspumpe, ja, ne? Ja gut. Ne? Die werde ich nämlich nehmen. Dann werde ich die hier nehmen. Die hier brauche ich auch noch. Und die Diesel. Na, das ist der Generator, das ist die Wasserpumpe Clean. Nehmen wir die kleine davon hier, ne? So. Was werde ich noch brauchen? Ne? Ah, einen Wagenheber brauche ich auf jeden Fall. Weil, wenn ich dann da gleich mal was einschalten würde, ne? Einen Wasserfilter können wir brauchen. So, habe ich jetzt alles, was ich brauche, ja. Für den Anfang. Kostenpunkt 1325, Moment. 2200 haben wir. Kann man ruhig einmal alles bestellen. Ja, diese Meldung nicht mehr, bitte, danke. And yes, I know it. Gehen wir mal kurz da, pam, Einstellungen, Spiel, FPS, bam, Imperial, lass mal. Vorschläge, machen wir deaktiviert, anwenden, zurück, ja. Spiel deaktiviert anwenden. Nein, ich will es eigentlich anwenden. Na dann halt nicht. Scheiß drauf.
So. Erst einmal das Rad verstauen. Das verstauen wir da. Den Wagenheber dazu. Dann die großen Sachen hier. Ist das schwer? Ich krieg's gar nicht mal rein, oder wie? Zack, bumm, drin legst. Scheiß Blechdauer. Sorry. Sorry, Mami. Natürlich baue ich dann das ja auch noch. Irgendwie. Na, gehst du mal rein. Eine damit. Wieso habe ich jetzt einen zweiten grünen? Ah, don't know. Werde ich dann sowieso auch brauchen. So, Wasserfilter. Rein. Eine Matte. Rein. Die zweite Matte. Auch rein. Und die dritte. Und last but not least, die vierte Matte bitte. Tschack, bumm. So. Dann schauen wir mal wegen einem Wasserwerk. Dass wir diese auch noch irgendwie verstauen. So. Dann den roten Schlauch. Tschack. No. Tschak, du liegst drauf, dann den grünen Schlauch bauen wir. Irgendwie so, passt. Dann bauen wir den Eimer. Tschak, und natürlich das hier. Dann fahren wir zur Tankstelle. Wir können uns mal auch die Außenansicht genehmigen. Jo, die erste Folge heißt natürlich alles, was glänzt, ist Gold. Wir werden hier in der ersten Folge auf jeden Fall auf alle Fälle werden wir hier in der ersten Folge noch die erste Schippe Gold machen. So, dann nehmen wir gleich mal das Ding aus. Machen wir mal den Tankdeckel auf. Das machen wir auch auf. Und gehen wir mal erstmal da tanken. So. Bitteschön, Dankeschön. War natürlich so nicht geplant, aber bitte. Danke. Zumachen. 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 Dann fahren wir mal zu unserem Claim, den wir gemietet haben. Ja, den Weg kenne ich leider schon in- und auswendig hier, ne? Gesteuert wird das Ganze hier auch über die Tastatur und Maus.
Ist natürlich nicht gerade der einfachste Weg, aber bitte. Aufbauen werden wir es noch und das erste Gold werden wir hier noch waschen, damit sich das Ganze hier wenigstens auszahlt für die erste Folge. So, jetzt kommt ein Stückchen, wo ich es mir immer schwer mache oder schwer habe. Die Zufahrt zum Claim. Ist mal da beim Schranken vorbei, ne? Die habe ich ganz gut gemeistert. Und da, ja, ne, klar, ja. Na klar, natürlich, ne, selbstverständlich, aber. Genau, wieder mal am Stein drauf. Genauso gehört sich's. Passiert mir jedes Mal. So, da haben wir unser Zelt und unseren Wohnwagen. Ups. Und hier wird dann auch unsere riesengroße Waschanlage aufgebaut werden. Das verspreche ich euch. So, schips. Erst einmal raus mit dem ganzen Zeug, wo ich jetzt da gerade nicht brauche. Ja, kommst du raus da, kommst du raus. Ah ne, ja, ja, gut, das passt. Komm, Diesel. So, welches Teil bist denn du? Du bist eh das richtige Teil, was ich gleich mal brauchen werde. Und jetzt muss ich da schauen, wo ich da über den Wald komme. Weil ich muss auf die andere Seite vom Bach, vom Fluss. Naja, Fluss ist das eher keiner, eher ein Bächlein. So, und das Teil gehört mir daher, ne? So. Dann nehmen wir das. Das ist die Erweiterung dazu. Dann stopfen wir das Ganze gleich einmal voll. Keine Ahnung, ob das so geht. Das brauchen wir nicht. Kann ich dies da einigen? Eine fallen lassen. Zack. Und wenn ich es jetzt nehme, fallen sie mir natürlich aus. Sehr schön. Muss ich halt alles eins nacheinander darüber dran. Was war das jetzt? Zack. Ein Stück nach dem anderen wird hinübergebracht. Ja, ist das schön. Das tut mich so freuen. Zack. Und bumps die Natze. Die war die zweite. Dann haben wir da die dritte. Dann holen wir uns noch die vierte. Holen wir die Licht. Da liegt die vierte rum. Wird ja auch noch darüber gebraucht, ne? Immer schön brav, ne? Zack, bumm. Den Filter haben wir mal kurz aus. Ja, 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 ja. Schön, schön Erklärungsvideos. So.
Dann stimmen uns die Bomben so auf, wie es haben will. Schön kurze Wege. Den Schlauch nehmen wir. Nehmen wir den erstmal da hier. Dann holen wir den Fütter mal. Ich will tischen. Damit wir da das Wasser filtern können. Und ab ins Wasser. Und ab ins Wasser. Dann holen wir uns den grünen Schlauch. Einmal daran, lassen wir dabei noch kurz liegen. Dann hole ich mir da noch den Eimer. Da werde ich dann nämlich auswaschen dürfen. Also auswaschen. Und zum Auswaschen muss ich da natürlich Wasser einfüllen. Wenn ich die Pumpe schon mal aktiviert hätte, sprich ich den Tank schon hätte. Wo ist denn der wieder hin? Hallo? Wo bin ich mir den hingelegt? Ja, da unten. Da unten liegt er. Da unten liegt der Kanister. Jap. Ja, mit dem Kanister anfüllen. Zack, bumm. Ja. Dann starten wir das Ganze hier. Wo ist er? Da. Jo, jetzt wird da angefüllt. Schaut voll aus. Zack, bumm. Lassen wir da automatisch. Und jetzt gehen wir schippern. Schippern und schippern und schippern, bis das Ganze hier dann voll ist. 1% haben wir. Das kann dauern. Damit ich da oben die Meldung los oder wegbekomme, werde ich hier. Okay, behalten. Hab gerade einen Goldnugget gefunden. Ja, ich werde mir da oben auf jeden Fall dann noch irgendwas machen. Oh, den nächsten Goldnugget habe ich gefunden, meine Herrschaften. Na, da kann es ja nur weitergehen, so. Ja, bis ich mir etwas Größeres leisten kann, muss ich hier ein bisschen buddeln und schippern. Und den nächsten. Und so kommt man auch zu Gold, natürlich. Mit Nuggets. Aber wir wollen hier auch waschen.
next one. Ja, 25% sind schon mal schwul. Jo, das erste Mal waschen würde ich auf jeden Fall hier mit der Hand halt, ne, mit dem Goldteller natürlich. Nächste Errungenschaft wird dann auf jeden Fall der Waschtisch sein. Was natürlich hier ganz gut geht, wenn man da ziemlich schnell auf 10 Unzen kommt. Mit dem, was man da jetzt hier rauswischt. Schön brav voll machen, so dass die Matten zu 100% gefüllt sind. Dann bekommt man auch viel Gold raus. Und in der Zwischenzeit findet man einen Nugget nach dem anderen. Die dieselbetriebene Wasserpumpe wird dann auch mit einer elektrischen ersetzt. Weil ich also dazu auch den Generator benötigen würde. So, zur Hälfte haben wir schon mal die Matten voll. So. Und wenn wir dann eine andere Maschine haben werden, nö, lassen wir hier dann später auch mal einen Arbeiter für uns arbeiten. Ja, nee, ein Arbeiter arbeitet. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nö, weil ich dachte, ein Arbeiter feiert, nö. Und der Feier arbeitet oder so, nö. Nicht. Sind wir nicht so blöd, nö. Machen wir da mal weg. Da haben wir mit Sicherheit schon einmal ein schönes Loch gebuddelt, ja.
Ja, mit der Schaufel dauert es halt ein bisschen. Oh, schöne große Nuggets. Ja, ich habe noch nicht mal gewaschen und wir haben schon fast, oder ich habe hier schon fast 10 Unzen beisammen. Ne? Das alles nur durch Nuggets, gebundene Nuggets. Ja, wir sind auf 10 Unzen gekommen, ohne dass ich noch gewaschen habe. Ne? Also, meine Jüde, ne? Also, hier geht was weiter, meine Damen und Herren. Das heißt, für die nächste Runde kann ich schon mal etwas einkaufen gehen, glaube ich. So, waschtischmäßig. Und Generator sollte dann sogar schon ausgleichen können. Jo. Hier nähern wir uns auch mal den Grund. Können wir ruhig so weitermachen. Und wir haben 100% zusammen, meine Damen und Herren. Dann schaut man den hier mal aus, den braucht man nämlich gerade nicht. Und den hier mal auswaschen. So, dann bringen wir da mal den Eimer in unser Zelt, wo wir unsere wichtigen Goldwaschutensilien dann haben. Den stellen wir mal dahin. Da brauche ich noch Wasser. Das werde ich mir gleich mal direkt so vom Brechlan holen. So. Schön das Wasser ins Zelt bringen. Da brennt auch das Lagerfeuer natürlich. So. Da haben wir natürlich das Allerwichtigste. Nämlich den Teller. Den Goldteller, den ich zum Auswaschen brauche. Also, so. Und jetzt. Jetzt geht's ans Waschen, meine Herrschaften. Sehe ich schon die ersten Funkelteile. Funkel. Da ist ja Gold, meine Herrschaft. Da ist Gold. Ja, das schaut schön aus. Aufpassen, dass ich dann nicht jetzt irgendwie da das Gold unabsichtlich da reingebe, ne? So. So, wie war das jetzt? So. Zum Sammeln. Tschack, bumm.
Ein großes, noch ein großes. Das ist was Kleines gewesen. Da habe ich auch was. Nochmal da vorne. Das war ein großes. Noch ein größeres. Noch ein großes. Und das freut mich. So diese großen Sachen hier. Da kommt was zusammen, ne? Meine Herrschaften, das ist das Kleine. Mich mit dem Boosterbalken machen. Ist da hinten auch noch was? Ja, da ist auch noch etwas Kleines. Oh, ja, schön. Da ist noch was. Da ist was. Da ist Gold. Da haben wir auch noch. Jo. Ich würde sagen, den Rest kann man weghauen. Wie war das? Goldsammelmodus. So. Nächste Partie. Ja, das wird heute eine ziemlich lange Folge. Aber das möchte ich natürlich jetzt schon noch gerne wissen. Und ihr wahrscheinlich auch. Vorsichtig. Nicht, dass wir das Gold jetzt in die, also Gold jetzt im Wasser versenken. Das wollen wir natürlich nicht. So, da haben wir was. Da hinten verbirgt sich auch was. Ich sehe es. Ja, ziemlich viele schöne große Stücke. Gehört euch so. Na, die kommen wir nicht dran, noch nicht. Da haben wir auch noch. Da haben wir. Da haben wir. So. Da war was. Na komm. Das letzte da. Da ist noch eines. Na, up. Sehr schön. So. Ja, im Moment, ja, ne, schaut ja gar nicht mal so übel aus, ne? Und das haben wir schon. Da geht eins nach dem anderen hier weiter. Ne? Da wahnsinnig schöne große Goldstücke dabei.
Gott! Das war's. Einmal genug. Einmal kann man noch hier waschen. Ein paar Grundstückchen haben wir noch, ne? Na. So. Gib das letzte auch noch, bitte. Das letzte ist ziemlich klein. Ja, sehr schön. Sehr schön. Das heißt, unsere erste Goldwäsche hat uns oder mir 16,003 Unzen an Gold eingebracht. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt Verständnis gehabt, dass diese erste Folge so lang wird. Aber alles, was glänzt, ist Gold. Und aha. Und ja, ne? Kann man damit auch noch was machen? Wäre schön. Wäre schön gewesen. Aber dem ist leider nicht so. Schade. Auf jeden Fall war es das dann jetzt für heute, meine Damen und Herren. Erst einmal, ich habe hier Gold eingenommen. Beim nächsten Mal geht es hier wieder weiter, meine Damen und Herren. Beim nächsten Mal werde ich jetzt hier auch die ersten 16 Unzen in einem Goldbarren pressen lassen und diesen bei der Bank verkaufen. Und dann schauen wir mal weiter. Einen Waschtisch würde ich mir gerne kaufen und dann einen Generator natürlich, damit ich das Ganze hier auch mit Strom betreiben kann. Das heißt, ich muss dann nur noch schippern, bis das Ganze dann halt voll ist und nachher dann wird das Ganze automatisch gemacht. Ich brauche nicht mehr den Teller. Oh, das wird schön, meine Damen und Herren. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Das ist auch schon in 2 Tagen. Da gibt's die nächste Folge. Seid dran. Seid gespannt. Bleibt dran. Ob's hier weitergeht und wie es hier weitergeht. Ich, wie gesagt, geplant den restlichen Juli und den gesamten August. Danke fürs Zusehen. Schönen Tag noch und tschüss, servus und bye bye.